Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Pato. Ich beantworte euch eine Frage, die ich mir vor ein paar Stunden selbst noch gestellt habe. Nämlich, wo ist mein verdammter Verein? Haben die das rausgegeben? Oder keine Ahnung, wo ist das Ganze? Ich habe mich wie bekloppt abgesucht, aber diese Frage wird beantwortet. Und heute habe ich gestreamt, by the way Leute, Livestream Twitch Part of FIFA um 22 Uhr geht es heute weiter. Ich habe im Stream heute 2x100 Carpacks erspielt und so, ich hatte so viele Fragen von euch. Wie mache ich das, wo erspiele ich mir das Ganze? Und ich habe mir gedacht, ich packe das mit ins Video. Und zwar, es ist gratis, okay gratis, ne? Es kostet sehr viel Lebenszeit von euch, aber ihr müsst kein Geld oder sonstiges investieren. Ihr müsst auf Meilensteine, dann Meisterung, Abschluss, 500 Tore müsst ihr schießen, Jumbo seltene Gold Spielerpack. Das einzig Wichtige ist, erziele 500 Tore mit einem Team mit mindestens 85 Gesamtbewertung. Und am leichtesten geht es in Squad Battles auf Anfänger. Da kann man zwischen 25 und 40 Tore pro Spiel schießen, wenn man sich da wirklich krass konzentriert, ist es Minimum 30 Tore. Auf jeden Fall einfachste 100 K-Pack, was man sich da je erspielen kann. Das gleiche gibt es aber auch bei Meisterung Vorlagen. Auch hier gilt es, bereite 500 Tore mit einem Team mit mindestens 85 Gesamt vor. Ja, da fehlen mir nur noch 300. Da gibt es dann noch irgendwo, ebenfalls, das kann man gleich kombinieren, Leute. Ein 50k-Pack, dort habe ich ein Untradable Harvard gezogen, 85 Rating. Einfach angeschnittener Schuss auf Anfänger, das könnt ihr kombinieren, Leute. Das heißt, ihr macht dann auf einen Schlag 2x100k-Pack und ein 50k-Pack. Ich glaube, es bleibt nur bei einem, warte. Seltenes Spielerpack. Ja, wer den 100 separaten Partien zum Vorbereiter, ist eigentlich auch easy. Aber diese drei Packs sind so easy und mit Glück, ja, Glück hast du dann auch noch dementsprechend Packluck. Bei mir war es Ansu Fati in Form, Havertz und keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, aber die zwei fallen mir sofort ein. Und jetzt auch noch die Frage, wie kommst du zu deinem Verein? Leute, es ist nicht dieser Pfeil runter mit Mannschaft, da könntest du es theoretisch auch, aber es ist halt nicht wirklich dein Verein, weil du kannst dein Wappen und so weiter nicht abrufen. Da musst du, ich weiß nicht, warum genau die das da reingepackt haben, du musst auf Transferliste und dann einfach L3. Einfach L3, hier ist dann wieder dein Verein, Vereins-Items, bla bla bla. Also hier bist du dann drinnen in deinem Verein. Es wird sicher mindestens 10 Leute geben. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, yo Pato, du hast mir geholfen oder ich hab's nicht gewusst. Mindestens ein Schlingel von euch. Ich sag 10. Mindestens 10 werden von euch dabei sein. Wenn euch das geholfen hat, gebt auch gerne einen Daumen nach oben und mich würde es auch interessieren. Was war bis jetzt euer bester Spieler im Pack? Ich habe gestern David Alaba gezogen, Havertz habe ich gezogen, Ansu Fati habe ich gezogen, in Form. Das waren bis jetzt so meine besten. Ist auch mein erster FIFA-Teil, komplett Road to Glory, wo ich nichts reinballer, keine Coins investiere. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und um 22 Uhr sehen wir uns dann noch zusammen live auf Twitch. Die restlichen paar Spiele machen, damit wir diese 200 K-Packs bekommen und dann auch noch live im Stream öffnen. Des Weiteren werden wir auch Web-App-Sniping, bisschen Trading machen. Ich hoffe, man sieht sich auf Twitch. Erster Link in der Videobeschreibung, 22 Uhr geht's weiter. Bis dann!